Dann läuft das Spiel jetzt erstmal weiter, bis die Soldaten ankommen, die Forschung durch ist und all sowas. Allenium, die Hauptenergiequelle für alle Alien-Technologie. Ja, ist ein sehr ungewöhnliches Material. Man kann es nicht herstellen. Und es ist primär als Batterie fungiert für alles. Ja, und wir sollen so viel wie möglich davon bekommen. Ja, gut. Research. Die Vivisektion kann gepusht werden. Und das Verhören. Commander, ich hätte gerne ein Wort mit Ihnen. Ich bin mir sicher, Sie haben bereits verstanden, wie wichtig es ist, einen Alien gefangen zu nehmen, um es zu verhören, falls wir jemals herausfinden wollen, warum Sie hier sind. Dies präsentiert uns mit zwei Problemen. Erstens, herauszufinden, wie wir mit Ihnen kommunizieren können, womit ich mich beschäftigen werde. Und das wesentlich nervigere Problem ist, dass wir eine Containment Unit hier installieren müssen von den Cretins aus dem Workshop. Ich bin nicht sehr glücklich darüber, diese glorifizierten Ölaffen überall rumkrabbeln zu lassen. Überhaupt nicht. Ja, mach mal. Go. So, Zerlegung ist fertig. Die Ingenieure können verteilt werden. So, weiter. Jetzt könnten ruhig ein paar mehr von den kleinen Scouts kommen. Nicht unbedingt, weil wir die Mission machen wollen, sondern einfach nur zum Abschießen. Alle dahin. Jekyll ist fertig. Dann haben wir jetzt 5 Jekyll-Rüstung. Ja, 4 plus eine bereits ausgerüstete. Jekyll. Okay, dann stopfen wir mal jetzt jeden Corporal in so eine Rüstung. Also jeder mit einem höheren Rang als Private. Na, wobei Corporal ist nur ein Rang über Private. Ja, trotzdem. Also die höheren Ränge kriegen jetzt immer die gute Rüstung und die Schildträger kriegen gute Rüstung. Und im Idealfall sind nicht die... Rifleman. Im Idealfall sind nicht die Offiziere die Schildträger, so wie ich es in der ersten Mission gemacht habe, weil wir unsere Offiziere halt brauchen. Wir brauchen noch 3 im Chinook, aber die sind noch auf dem Weg. Richtig. Hiring 30 Stunden. Civilian Vivisection. Ich bin beeindruckt, Commander. Wie auch... Also es ist für mich schwer vorstellbar, wie ihre Männer es geschafft haben, sie gefangen zu nehmen. Jetzt sind sie sicher verwahrt in einem Containment Tank. Und wir haben es geschafft, eine detaillierte Analyse vorzunehmen. Ja, unsere anfänglichen Eindrücke haben sich bestätigt. Die Civilians haben nur rudimentäre Intelligenz, sehr schlechte Sicht, was auch erklären könnte, warum deinen Typ nie getroffen hatte, ein Offizier. Und sie haben Probleme damit, Feuerwaffen zu bedienen. Dafür sind sie sehr agil für solche großen Kreaturen und können sich sehr schnell fortbewegen. Sie können sich regenerieren und kann so gut wie alles an Schäden innerhalb von Minuten wieder heilen. Und es wurde genetisch manipuliert. Also sie hatten von Natur aus schon eine Fähigkeit, sich zu regenerieren, aber es wurde halt genetisch noch geboostet. Was genau zu den anderen passt, zu den Seasons,
die ja auch genetisch so sehr verändert wurden, dass sie halt eine höhere Hirnfunktion haben und dergleichen. Also es sind alles anscheinend Dienerrassen einer Hauptrasse, die das Ganze, die ganzen Fäden zieht. Oh, wir haben dadurch herausgefunden, wie wir unsere Medkits verbessern können. Wenn wir in der Lage sind, den richtigen Civilian gefangen zu nehmen. Hä? Okay. Und es wird den Schaden um 1 oder 2%. Ist. Das zweite Resultat ist, dass wir die neuesten Entdeckungen an unsere Soldaten weiterleiten. Von 9 Sibillien Arten, die es gibt, was deren Schaden um 1-2% jedes Mal erhöhen sollte. Also jede unterschiedliche Art an Sibillien, die wir gefangen nehmen. Anscheinend beim Gefangennehmen. Also jede unterschiedliche Art, die wir gefangen nehmen, erhöht den Schaden um 1-2%. Wir haben jetzt einen normalen Zivilien gefangen genommen und eine Wache bisher. Also sind das jetzt 2-4% mehr? Research. Alien Integration läuft. Zivilien Guard Vivisection. Ja, Zivilians selber sind schon C. Besonders wenn man ihre natürliche Regenerationsfähigkeit mit in Betracht zieht. Die Rüstung, die die Wache zählt, macht sie noch ein wenig härter. Ja, könnte uns helfen, neue Rüstungen zu entwickeln. Commence. Go. Alien Integration. Ohne die Möglichkeit der Kommunikation wird es keinen Frieden geben. Es wird keinen Frieden geben. Ja. Sie haben keine, also die Civilians, Seasons hier, haben keine Stimmbänder, also kann man nicht wirklich sich unterhalten. Und ein Wort von ihnen scheint ein kurzer Burst von Radiowellen zu sein. Aber das ist ja gut, das kann man ja noch leichter untersuchen. Ja, wir konnten die ersten Alien-Vokabeln schon aufnehmen in unserer Radiostation und haben sie ihnen zurückgeschickt. Ja, und jetzt rühmt er sich damit, dass er jetzt der Vater der Xenolinguistik wäre. Gut. Oh. Oh. Und die Dienerrassen hier scheinen sehr hörig zu sein. Er hat wohl irgendwie das Wort rausgefunden, wie man befehlen könnte, sich selbst umzubringen. Er hat dann dem Alien eine Waffe gegeben, warum auch immer, und gesagt, bring dich um. Und er hat sich umgebracht. Ja. Gut. Das wird natürlich auf dem Schlachtfeld nicht funktionieren, weil sie da ihre richtigen Befehle haben, aber es bestätigt halt die Annahme, dass es wirklich nur die Kreaturen sind. Gut. Dann. Oh, wir haben noch einen Civilian Weapon Sergeant. Dieser Civilian scheint sich mit deren Waffentechnologie besser auszukennen. Yep. Ja, damit. Ah, schön viel Forschung gerade. Soldaten sind angekommen. Yay. Schick die bitte. So, die sollen sich mal ausruhen. Anasein. Anasein. Chinook. 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 Ich sollte mir vielleicht auch angewöhnen, wenn wir jetzt die UFOs stürmen, denn nicht so viele auf einmal reinzuschicken. Also gerade jetzt wegen der Selbstmordaktion. Aber wir müssen ja nicht in einer Runde das gesamte UFO
leeren quasi von Viechern, die drin sind, oder in zwei Runden. Wir können ja einfach die Tür aufmachen, reinschießen, weglaufen, hoffen, dass sie rauskommen. Das müssen wir mal testen. So, Ausrüstung und Klassen festlegen machen wir, sobald wir eine neue Mission haben. Vorher sehe ich da nicht so viel Sinn drin. Hat nichts verändert. Achso, ist die Wache. Die Wache sollte dafür da sein, dass wir bessere Rüstung erforschen können. Nimm mal. Die Laserwaffen? Ja, für die Laserwaffen. Und wir können die lebendige Sibillienwache zerlegen. Ja, wenn sie lebendig sind, haben die komischerweise 8-mal so viel Light Fibers dabei. Wie auch immer das gehen soll. Mehr. Ja, das Verhör brachte uns Informationen über Energiewaffen und Explosionszeugs. Wir können jetzt Granaten erforschen. Ja. Ich hätte eigentlich ganz gerne selber neue Waffen für unsere Soldaten. Wir hatten ja schon ein paar von deren ballistischen Waffen analysiert, also reguläre Gewehre und Snipergewehre. Aber ich denke, meine Pistole fehlt dann noch. Und vielleicht noch irgendeine Assault-Waffe. Und erst wenn wir die alle vier erforscht haben, wird halt alles freigeschalten an neuen Waffen für unsere Leute. Das ist ein bisschen schade, aber na gut. Daher hoffe ich jetzt, dass über die Phaser-Geschichte wir vielleicht an neue Waffen rankommen. Denn halt keine Projektilwaffen, sondern halt Laserwaffen. Wobei hier anscheinend das Scharfschützengewehr fehlt. Hier haben wir jetzt eine schwere Variante, eine reguläre Variante und eine Pistolenvariante. Aber halt kein Assault oder Sniper. So. Phaser Heavy. Bleep. Verteilen. Kann zerlegt werden? Nö, gucken wir uns später an. Da kommen gleich noch zwei Sachen hinterher, richtig. Und durch. Ja, Phaser haben wir jetzt alle erforscht. Leider kein neues Tier erreicht an Forschung. Was schade ist, dann halt die Granaten. Und das Lightning Rifle Ding. So, irgendwas Sinnvolles, was wir noch zerlegen können? Nö. Nö, nö, nö. Wir haben gleich nichts mehr zum Forschen. Ha, genau richtig. Okay. Intercept, F-17, 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 Launch. Geh weg. Mach irgendwas. Yeah. Ja, nicht über Wasser. Wasser ist doof. 100% Victory, das nehmen wir. Return to Base. Jetzt müssen wir allerdings warten, bis es gleich wieder Tag wird. Stopp. Und jetzt müssen wir alle ausrüsten. Also, du bist ein Sniper. So, die Corporals haben alle ihre Jackal an. Oh, warte mal, die unassigned Leute müssen wir auch jedes Mal ausziehen. Richtig. Dieses Plus, was da hinten dran stand, bedeutete halt, dass in den nicht assignten Leuten noch eine Rüstung versteckt war.
Okay, also unsere Corporals haben jeweils eine Rüstung an und dann bekommst. Wie viel Stärke hast du 61? Bekommst du nochmal eine Rüstung und bist ab sofort ein Shield. Und da müssen wir dann mal gucken, dass wir es irgendwie besser hinbekommen mit dem Abspeichern. So, das soll jetzt die neue Rolle sein. Set Equipment as Default Shield. So, und du bist jetzt bitte auch ein Shield. Insufficient Equipment. Achso, ja, die Rüstung fehlt. Okay. Dann nehmen wir die vom Sniper mal weg. Ich weiß, was ich eben gerade gesagt habe über Corporals und Rüstung, aber der Sniper sollte wirklich immer schön weit hinten sein. Da braucht er nicht unbedingt die Rüstung. Das heißt, Shield Nummer 2 bekommt jetzt auch die Jackal. Dann ein anderer Private wird noch Assault. Und warum bist du auch ein Shield? Jetzt haben wir drei Shields. Ja gut, die sind super auf wegen Gefangennehmen und allem. Das mache ich glaube ich sogar mal. Drei Shields, ein Assault, ein Sniper, drei Riflemen. Plus Panzer. Klingt gut. Dann schicken wir jetzt Intercept unseren Shinnok los. Der dann hoffentlich morgens da ankommt. Ja, beginnen. Hoffentlich diesmal nicht mit demselben Ende. Aber ich bin beruhigt, dass ein Corporal nur ein Rang über dem Private ist. Ich dachte schon wirklich, dass unsere Staatssoldaten wesentlich besser sind als der normale Ramsch. Und dann wäre es halt unangenehm gewesen. So, wir haben direkt vor uns jemanden. Zwei. Oh, Kaki-Mensch, du wirst sterben. Shield. Draufhalten. 36 brauchst du zum Schießen. Suppressed. Gut. Schild. Vor. Schild. Kurz hier umgucken. Aber die scheinen wirklich alle da konzentriert zu sein. Schild vor. Alle an die Barrikaden. Hier nochmal sicher stehen ist auch nichts. Da lang. Ah. Nächste Runde. Okay, da ist das Häuschen im Weg. Da ist der Zaun im Weg. Das sollte eigentlich nicht so viel Probleme machen. Da kann man den Zaun vielleicht kaputt. Geht auch nicht, weil das Knien und Drehen zu viel gekostet hat. Ja. Assault versteckt sich hinter dem Kaktus. Ne, wenn ich da hinlaufe, dann triggert das gleich wie eine Granate. Hier zu eng, ehrlich gesagt. Nee, bleib mal hier im Flugzeug und warte ab. Der flieht. Kaki Mensch lebt. Panzer fährt weiter und unsere Jungs gehen auf den los, würde ich sagen. Vielleicht ein, zwei Salven. Na, wenn ich jetzt schieße, dann ist der suppressed. Nee, nee, einfach drauf. Gut. Jo. Du. Hier ist der, ne? Okay, guck in die Richtung. Die machen hier jetzt erstmal gar nichts.
weil der könnte sonst, wenn die jetzt sich irgendwie hier hinstellen, um das in Augenschein zu behalten, könnte der den in den Rücken schießen. Ich denke, so ist besser. Nee, der kann den nicht in den Rücken schießen. Okay, dann stellt euch mal hier hin. Guckt dahin. Du wartest erstmal ab. Was? Mein Panzer!